Und er bewegt sich doch. Und sogar nach oben. Der Silberpreis hat die 20-Dollar-Marke genommen. Wird Silber zu neuen oder, naja, besser zu alten Höhen gelangen? Herzlich willkommen zum Börsenplatz 5, dem Finanztalk, meine Damen und Herren. Diese Frage ist ganz klar ein Fall für Thorsten Schulte, den Silberjungen, der sein Edelmetall hegt und pflegt wie kein Zweiter. Und ihn begrüße ich heute hier im Studio. So. Wir schauen gleich auf den Silberpreis. Die Grafik baut sich auf und da sehen wir, es gab einen kräftigen Preisverfall. Und naja, nach so einem Verfall gibt es oft eine technische Reaktion. Ist das, was wir jetzt erleben, wo wir ja fast bei 18 gewesen sind und dann jetzt wieder über 20, eine technische Reaktion oder vielleicht mehr? Also für mich ist jetzt erstmal wichtig herauszuarbeiten, dass wir es mit einem Marktumfeld zu tun haben, das pessimistischer für Gold und Silber ja nicht sein könnte. Wir kennen die Umfragen unter nordamerikanischen Gold- und Silberberatern, die weisen uns historische Tiefstände aus. Wir haben es mit einer unglaublichen Verunsicherung zu tun. Man hat uns Edelmetallinvestoren ja Knüppel zwischen die Beine geworfen. Und der ein oder andere ist jetzt wirklich dann auch immens bis ins Mark getroffen. Ja. Ich kann an der Stelle nur sagen, nach Warren Buffett, sei gierig, wenn sich andere ängstigen und ängstige dich, wenn andere gierig sind. Das heißt, sie merken, wohin die Reise hier geht. Ich bin für die nächsten Jahre unglaublich optimistisch für Gold und Silber, weil das Gerede im Mainstream momentan von vielen Journalisten und Analysten, die Krise sei vorbei, alles sei jetzt paradiesisch im Finanzsystem. Dieses Gerede ist für mich plumpe Agitation von Bankanalysten, die damit natürlich die Interessen der Finanzindustrie hochhalten. Akzeptiert. Das ist schön. Die Frage ist jetzt nur, ob das, also dass das Krise-Rede vielleicht alles ein bisschen harmlos ist und dass die Krise nicht vorbei ist, akzeptiert. Die Frage ist nur, ob Silber davon profitieren wird. Wir gucken uns jetzt den Markt genauer an. Sie sagen, da hat man ihn ja Knüppel zwischen die Beine geworfen. Und Sie sagen, dass da so ein Kampf ist, man würde sagen Bulle und Bär. Aber bei Ihnen sind es dann auf der einen Seite Hedgefonds, die Leerverkäufe machen, auf der anderen Seite Commercials. Also das sind diejenigen, die physisch Gold und Silber nachfragen. So, und dazu haben Sie uns jetzt eine Grafik mitgebracht. Die gucken wir uns an. Und da sprechen Sie von den vier Großen und ihren Leerverkäufen. Die erste Frage ist natürlich ganz klar, wer sind denn diese vier Großen, von denen Sie da reden? Das weiß keiner. Genau. Wer könnte es denn sein? Und was bedeutet das? Was können Sie aus diesen Leerverkäufen ablesen? Also mit 99%iger Sicherheit können wir davon ausgehen, dass JP Morgan Chase an vorderster Front steht. Mhm. Es sind die vier Großen, die Namen werden von der US-Börsenaufsicht nicht genannt. Und ich habe im Oktober letzten Jahres schon gewarnt, ohne mir vorstellen zu können, dass das Silber damals, also jetzt auf 18,23 Dollar im Tief fallen könnte. Aber ich habe gewarnt mit Blick auf diesen Chart, weil damals in der Spitze im November letzten Jahres diese vier großen Trader Silber im Werte von also über 278 Millionen Unzen verkauft hatten. Mhm. Und das waren 36% einer Jahresminenproduktion. Solche Werte sehen Sie mit großem Abstand noch beim Gold und ansonsten bei keinem anderen Edelmetall und Rohstoff. Der Silbermarkt ist ja vom Volumen her sehr, sehr klein. Ja. Führen Sie sich mal vor Augen, dass der Wert der Jahresnachfrage nach Rohöl im letzten Jahr bei aktuell rund 3.500 Milliarden Dollar liegt. Mhm. Und der Wert der gesamten Jahresnachfrage bei Silber im letzten Jahr erreicht jetzt bei aktuellen Preisen gerade mal 21 Milliarden Dollar. Da sehen Sie also, dieser Markt ist sehr winzig. Und diese vier Großen versuchen immer wieder, die Privatanleger auf die falsche Fährte zu locken. Mhm. Und ich spreche also ganz bewusst auch davon, es gab eine Reihe von Auffälligkeiten am Terminmarkt. Erinnern Sie sich nur am 20. Mai, als kurz nach Mitternacht, zu einer Handelszeit, wo eigentlich kaum Handel stattfindet, plötzlich 13 Millionen Silberunzen verkauft wurden. Jeder, der einen maximalen Verkaufserlös erreichen möchte als Verkäufer, würde niemals zu einer Zeit, kurz nach Mitternacht, dann am Montagmorgen in Asien solche hohen Verkaufsvolumina in den Markt geben. Das heißt, Sie können, wenn Sie den gesunden Menschenverstand einschalten, eins und eins zusammenzählen. Den schalten wir immer an. Aber die Frage ist, davon bin ich fest überzeugt. Was ist mit Leerverkäufen? Also wenn die Leerverkäufe besonders hoch sind, dann kann man davon ausgehen, dass tatsächlich der Silberpreis dann fällt, weil die dafür sorgen, dass der Silberpreis nach unten geht? Diese vier Großen wollen Druck auslösen und ich habe hier noch einen weiteren Chart mitgebracht. Den gucken wir uns jetzt als nächstes an, denn wir gucken ja an, wie die Commercial sich verhalten. Das sind also diejenigen, die physisch nachfragen und sie haben jetzt die Leerverkäufe in Prozent
der Commercial-Position sozusagen ausgedrückt. Sollten wir die Commercials noch mal kurz erläutern? Die Commercials sind ja die Gegenspieler der, vor allem der Hedgefonds, der Spekulanten am Markt. Und was Sie hier an diesem Chart sehen können, ist, dass wir die Situation haben, dass diese Leerverkäufe 962% erreichten der Leerverkäufe der gesamten Commercials. Etwas, was wir in den letzten Jahren noch nie gesehen haben. Das macht das ganze Ausmaß dieses Manipulationsversuchs deutlich. Spekulanten sind am Markt. Gut, ich mache jetzt nochmal. Ich meine, hier reden wir schon über JP Morgan und andere. Ja. Und also das sind natürlich, das ist die Finanzindustrie. Und die haben ein Interesse daran, ein Gold- und Silber-Bashing zu veranstalten. Wir könnten ja beim Gold ähnliche Fakten hier nennen. Es ist wichtig, die Menschen damit heute zu konfrontieren, um eines nämlich deutlich zu machen. Es sind Marktmanipulationen, die aber nicht nachhaltig sein können, die nicht auf Dauer in den nächsten Jahren Erfolg haben können. Deshalb ist es mir so wichtig, dieses Thema Manipulation hier zu adressieren. Ich muss Sie ein bisschen treiben, weil ich weiß natürlich, dass Sie gerne, dass Sie ins Erzählen kommen. Und der dritte Chart, der ist mir sehr, sehr wichtig. Hier zeigen wir die Historie der Leerverkäufe der Commercials seit dem Jahr 1986. Länger geht es nicht, weil damals erst die Veröffentlichung begonnen hat durch die US-Börsenaufsicht. Und was Sie hier sehr schön erkennen können, ist, dass die Netto-Leerverkäufe der Commercials ein historisches Tief erreicht haben bei rund 4.000 Kontrakten, tiefer noch als 1997. Und an der Stelle ist sehr interessant, sich vor Augen zu führen, als wir das vorletzte Tief hatten. Das lag damals bei 4.700 Kontrakten. Heute sind es, wie gesagt, 4.000 Kontrakte und ein paar hundert weniger. Damals hat im Mitte 1997 Warren Buffett genau zu dieser Zeit begonnen, Silber zu kaufen. Letztlich hatte er dann 4.000 Tonnen gehabt, wie er im Februar 1998 sagte. Und deshalb habe ich meinen Abonnenten kürzlich geschrieben, tun wir es doch Warren Buffett gleich. Hat er die noch? Und nutzen... Hat er die noch? Nein, die hat er natürlich nicht. Der ist klug. Nein, der hat verkauft. Warren Buffett hat selbst zugegeben, Warren Buffett hat selbst zugegeben, dass er sie zu früh verkauft hat. Das war seine Formulierung. Ja gut, aber er hat lieber zu früh verkaufen als zu spät verkaufen, habe ich mal gehört. Er hat ihnen damals auch erst im Februar 1998, als die Host damals schon sehr weit fortgeschritten war, mitgeteilt, dass er Silber besessen hat, weil Leute wie Warren Buffett sind nicht dumm. Ja, das ist richtig. Der weiß Bescheid, wenn es vielleicht zu heiß wird. Lassen wir jetzt mal diese Spekulation für einen Moment. Fragen wir, was auf dem Silbermarkt los ist. Die Nachfrage ist offenbar ungebrochen bei den Privaten, aber die machen ja nicht den Markt. Wir haben die Silberminen, die leiden alle, weil nämlich der Silberpreis bei 20 wahrscheinlich unter dem Preis liegt, den die bezahlen müssen, um das zu produzieren, oder? Ja, aber schauen Sie, als wir Anfang März zusammensaßen, hatte ich ja selbst gesagt, ich sehe momentan keine Inflationsgefahren und die Weltwirtschaft wäre momentan mau. Das ist ja beides auch heute noch der Fall. Das heißt also, wir bewegen uns schon in einem fundamentalen Umfeld, welches auch diesen Manipulationen Tür und Tor geöffnet hat. Keine Aber Frage. Wenn es ein also man braucht auch immer deflationäres Umfeld ist, dann wissen wir natürlich, dass der Silberpreis meistens leidet. Das kann man historisch erfahren. Aber das wäre auch für sagen. Ihre Lieblingskinder die Aktien nicht sehr gut. Ja, gut. Insofern, aber die sind ja in den letzten Wochen und Monaten gestiegen. Die auch kriegen die Hilfe. Die kriegen die Hilfe von der Notenbank sozusagen. Lassen Sie uns und Gold und Silber natürlich nicht, weil sie sind die Feinde der Notenbanken. Also Sie müssen jetzt ja irgendwie ein paar gute Gründe haben, dass der Silberpreis massiv steigt. Also wir haben das gehört jetzt hier, diese Art von Manipulation, wenn es den dann gibt, die kann nicht dauerhaft sein. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, die Krise ist nicht zu Ende. Sie muss sich wieder richtig zuspitzen. Wenn sie das dann nicht tun sollte, wenn es gelingt, das Ganze in die Spur zu bekommen, was ist dann mit Silber? Also lassen Sie mich sagen, hier wird ein großes Kino veranstaltet für die Menschen. Hier wird ihnen eingeredet, die Krise ist vorbei. Aber wir haben in keiner Weise die Geldmengenblase weggeschafft. Wir haben die Anleihenblase in keiner Weise weggeschafft. Und die Leute freuen sich momentan über ihre Aktienkursgewinne. Ich sage Ihnen an der Stelle, dass die Aktien eben nicht alternativlos sind. Gold und Silber waren 2011 nicht in einer Blase, wobei ich im April 2011 selbst vor einer heftigen Korrektur gewarnt habe. Aber sie waren nicht in einer Blase nach allen historischen Maßstäben. Das Papiergeld ist es. Und ich fordere in den letzten Wochen, und ich werde es auch in den nächsten Wochen und Monaten tun, mit Inbrunst dazu auf, sich jetzt nicht von den Bankern einreden zu lassen. Gut. Die Krise ist vorbei und man braucht Gold und Silber nicht. Gold und Silber sind nämlich, ganz wichtig, eine Versicherung gegen Inflation, gegen Unbilden des Papiergeldes.
Und ich kann nur nochmals appellieren, dass diese Versicherung gerade jetzt sinnvoll ist. Und wer es noch nicht hat, der soll heute keine Schaden, sich in Schadenfreude ergehen, sondern er soll die Chance nutzen und diese Versicherung sich kaufen. Ich kann auch Gold kaufen. Also ich brauche rein räumlich nur, bei Silber brauche ich ungefähr 65 Mal so viel Raum, um den gleichen Wert wie Gold unterzubringen. Haben Sie mal eine Tonne gesehen? Nein, aber wir haben hier so ungefähr Silber für 10.000 Euro. Mal auf unserem Tisch gehabt und das war schon ganz schön viel. Und dann gab es zwei kleine Stückchen Gold und das sah dann schon sehr bescheiden aus, aber Gold war eben sehr viel mehr wert. Also, jetzt kommen wir mal zur der Prognose. Die ultimative Prognose muss jetzt kommen. Im Jahre 2011 hatten Sie uns $100 vorhergesagt. Ja, aber das gibt ein paar Umwege und jetzt ist die Frage... Ja, weiß ich nicht. Ich muss mal wieder rein. Wir haben einen Jahresausblick gemacht im Dezember, wo ich sagte, die nächste Haus sehe ich erst zwischen Ende 2013 und Ende 2015. Ja. Aber wissen Sie, Prognosen und Sie haben sich auch schon von vielen Prognosen verabschiedet. Aus heutiger Sicht bleibe ich allerdings dabei, dass wir zwischen Ende 2013 und Ende 2015 den nächsten Move sehen. Ja. Momentan würde ich meinen Optimismus für die nächsten Monate ableiten aus den Fakten, die ich hier schon genannt habe. Nämlich enormer Marktpessimismus. Es gibt kaum noch einen, der bereit ist, in der Öffentlichkeit für Gold und Silber das Wort zu reden. Wir haben gerade gesehen, dass die Commercials historisch ihre Leerverkäufe auf ein neues Tief reduziert haben. Das sind erstmal Fakten, die wir den Leuten vor Augen führen sollten und die dafür sprechen, dass wir antizyklische Kaufgelegenheiten haben. Herzlichen Dank. Wir müssen mich jetzt Schluss machen. Und diese antizyklischen Kaufgelegenheiten, das nehmen wir uns natürlich erst vor. Sein Lieblingsspruch ist ja, das wissen Sie natürlich alle, dass er immer wieder sagt, Silber, fallen kann es, steigen muss es. Richtig? Ja. Auch dabei bleibe ich. Und das soll auch so sein. Und vielleicht kann man natürlich diesem Spruch folgen. Man kann natürlich auch zu einem Ergebnis kommen, dass man das vielleicht etwas abändert, so nach dem Motto, dass Silber eben fallen kann, aber auch eben fallen oder steigen kann, genau wie es bei anderen Rohstoffen auch möglich ist. An der Börse ist ja bekanntermaßen immer alles möglich. Wie immer können Sie diese Sendung im Internet verfolgen unter drf.fm. Das war's. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.